Im heutigen Video geht es einmal um einen Gaming-Monitor aus dem Hause Asus, der TUF Gaming VG25-9Q. Der VG25-9Q besitzt ein IPS-Panel mit 144 Hertz, einer Millisekunde Reaktionszeit und ist damit optimal fürs Gaming geeignet. Zudem besitzt der Monitor die Extreme Low Motion Blur Technologie, um Ghosting und Bewegungsunschärfen zu vermeiden. Auch hier haben wir mal wieder den Input-Lag getestet und sind hier auf 14,2 Millisekunden gekommen. Aber nicht nur technisch macht der Monitor einiges her, auch optisch sieht er super aus. Mit seinen roten Akzenten am Fuß und seiner spacigen Struktur auf der Rückseite ist der Monitor echt ein Hingucker. Im Menü des Monitors können wir uns einen FPS-Zähler auswählen, aber wir haben auch die Möglichkeit für die Cheater unter euch, gibt es vier verschiedene Fadenkreuze. Auf der Rückseite finden wir dann die Anschlussmöglichkeiten. Angeschlossen werden kann der Monitor per DisplayPort 1.2 Kabel, über HDMI und wir finden noch einen weiteren Kopfhöreranschluss. Man hat natürlich bei dem Monitor auch die Möglichkeit, verschiedene Modis zu wählen, um beispielsweise dunklere Bereiche aufzuhellen, um den Gegner besser zu sehen. Natürlich unterstützt der TUF Gaming Monitor AMD FreeSync, lässt sich in der Höhe verstellen, sowie schwenken und neigen. Für alle Asus-Fans verlinke ich euch hier oben noch ein Video, wo es zu einem Full-Asus-Setup geht. Infos zum Monitor findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, Leute, macht's gut, bis zum nächsten Video, ciao!